Ja, guten Morgen, liebe Videofreunde. Wir sitzen hier bei Vela Luca auf dem Campingplatz und das ist so schön hier. Mir gefällt es persönlich sehr gut hier. Ein ganz einfacher Campingplatz, wie ihr seht, mit lauter Olivenbäumchen und darunter kann man dann stehen und es ist auch wunderbar ruhig hier. In der Nähe ist eine sehr schöne Bucht. Da kann man bestimmt auch zu Fuß irgendwie hingelangen, ne? Und mit Meerausblick hier hinten in die Richtung, ganz, ganz toll. Also das ist, mir gefällt es gut. Es ist einfach, aber wunderbar. Es ist sauber, picobello. Ja, wir waren ja gestern Abend hier ganz in der Nähe von dem Campingplatz, gibt es ein kleines Lokal. Michael hatte das auf der Zufahrt hier zum Campingplatz gesehen. Ich habe das gar nicht gesehen gehabt. Ja, es ist kurz vor der Einfahrt zu dem Platz hier auf der linken Seite. Ja, und das hatte Michael gesehen, dass da stand irgendwie Messer und Gabel dran oder irgendwas. Ja. Ne? Und sonst hätte man das gar nicht gesehen. Und dann haben wir gefragt, den Platzwart hier. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht, ob er offen hat. Gestern hatte er offen, aber heute offen hat, weiß er nicht. Ja. Und dann hat er angerufen. Und dann hat er gesagt, okay, er macht auf. Also wenn wir hinkommen. Um 7:30 soll man da sein und es gab zur Auswahl, also als Vorspeise Oktopussalat und als Nachspeise Fleisch oder Fisch. Als Hauptspeise. Als Hauptspeise, genau, ja. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir essen Fisch und dann war noch ein Pärchen da, mit dem wir auch dann noch eine ganz nette Unterhaltung gestern Abend hatten. Und das ist ein so wunderschöner Platz, oder? Ja. Also das war eine Kulisse für einen Film da oben, finde ich. Es war wunderschön und er war so putzig, gell, der Inhaber da. Und wir haben fürstlich gegessen, wirklich. Also es war gigantisch, das Essen war super, mega, klasse. Ja, gestern Morgen waren wir in Korčula oder wie immer das ausgesprochen wird, wird bezeichnet als Klein Dubrovnik, weil Groß Dubrovnik fällt ja für uns aus. Und ist wirklich ein nettes Städtchen, muss man sagen. Ja. Ist aber wie Rüdesheim am Rhein voll mit Touristen. Ist einfach so, aber wir können uns nicht beschweren. Wir sind ja auch Touristen. Also, aber das war schon ein bisschen too much, ne? Ja. Also dann Parkgebühren haben wir bezahlt für 2 Stunden 10 Euro. Ja. Und das ist halt eben die ganzen Stände, die dann da so sind, wo sie so... Naja, wie kriegst du? Eine Cup habe ich mir gekauft. Ja, Cup hast du dir gekauft. Also ja. War ja sogar nicht ganz sinnlos gewesen. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr viel Tourismus da. Ja, also wunderschönes kleines Städtchen, aber... Ist halt voll mit... Es ging doch. Ja, weil die Schiffe da ankommen. Ne? Da kommen dann so Schiffe an, ja. Und die laden dann die ganzen Leute ab und dann stehen die alle mit ihren... Fähnchen da, wer wohin gehört und werden durch die Stadt gekarrelt und geführt und das geht in einer Tour. Kleiner Tipp noch, wer auf den Kirchturm hoch möchte, das kostet 25 Kuna, sollte nicht allzu stabil gebaut sein, weil die Treppe ist sehr, sehr, sehr eng, die da hochgeht. Ich habe mir das mal angeguckt, ich werde da ja im Leben nicht hoch. Die ist ja wirklich so, also und dann so eine Wendeltreppe, die da hochführt. Michael war oben, also hat aber dafür eine schöne Aussicht gehabt über Städtchen. Und ich habe mir unten die Stadt mit Dolten ein bisschen angeguckt. So, und jetzt gibt's Frühstück. Thank you.
So, unser letzter Abend hier auf dem Campingplatz in Vela Luca. Hat uns so gut gefallen. Sehr gut gefallen hat uns das. Ja, und heute haben wir gekocht. Heute gibt es Reis mit Hähnchenbrust und Tomatensoße. Das sieht nicht so schön hergerichtet aus wie gestern. Das Aber wird Hauptsache es schmeckt. Gelle? laufen, ja. Das hoffen wir mal. Wir haben Besuch.